Team Stier, it's your time to shine. Lasst uns gucken, was eure Fokuskarten sagen und dann gehen wir direkt weiter mit. Gehen wir weiter mit Tarot. Leute, ich weiß nicht. Ach doch, ich weiß wohl, was los ist. Mercury Retrograde ist nah. Okay, da kann ich wieder nicht sprechen. Also, ihr habt einmal die Karte Walking Away. Und nichts mehr. Okay, euer Fokus ist, was auch immer ihr hinter euch lassen müsst, hinter euch zu lassen mit dieser Karte. Ja, wer mir hier länger folgt, der weiß es. Ich sage immer, Leute, ihr müsst Dinge loslassen oder lernen loszulassen, damit ihr Platz machen könnt für Neues. Okay, wir können nicht horten, weil dann sieht es entweder hier oder im tatsächlichen Sinne bei euch zu Hause aus wie bei einem Messi, okay? Das wollen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Von daher, Leute, lasst hinter euch, was euch nichts mehr bringt, ja? Ganz besonders alte Beziehungen, wo euch Leute gezeigt haben, wer sie sind. Hört auf, in eurer Illusion ewig zu leben. Also als fixiertes Zeichen habt ihr sehr oft Probleme, loszulassen oder über Dinge hinwegzukommen, ja? Ich kann es verstehen, aber Leute, es bringt euch nichts. Es bringt euch nichts, die Gedanken immer wieder in eurem Kopf zu wiederholen, ja. Und es bringt euch auch nichts, daran zu denken, ja, aber es war doch so schön, als wir auf unser erstes Date gegangen sind. Scheißegal, wie euer erstes Date aussah. Scheißegal, wie das ganze letzte Jahr aussah, wenn euch eure Person das letzte halbe Jahr gezeigt hat, was wirklich Sache ist. Ja, lasst irgendwelche kleinen Bubis und Girlies hinter euch, die irgendwie alle 3 Tage mal antworten oder euch immer nur nach 22 Uhr texten, ja. Let it go. Let it go. Let it go. War das nicht Frozen? Ich weiß nicht, ich habe das nie geguckt, okay? Oder sagt die let it, make it burn? Nee, das ist Usher. I don't know, okay? You got it bad. Leute, vielleicht habt ihr irgendjemanden am Start, den ihr wirklich gut fandet oder den ihr wirklich eine lange Zeit gut fandet und ihr müsst diese Person jetzt hinter euch lassen. I don't know, whatever girl oder boy, lass es hinter dir, okay? Auf der Rückseite des Decks haben wir die Königin der Münzen. Sehr interessant, Steinbock-Energie. Und sogar dahinter haben wir den Narr, ja. Es kann also sehr gut sein, dass es für euch wichtig ist, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren oder zu fokussieren, ja. Wie sieht es bei euch zu Hause aus? Müsst ihr da vielleicht auch ausmisten? Wie sieht es finanziell bei euch aus? Wir haben Ende des Jahres. Habt ihr einen Plan dafür, wie ihr das neue Jahr starten möchtet? Habt ihr Neujahrsvorsätze? Könnt ihr diese Neujahrsvorsätze nicht vielleicht auch einfach jetzt schon starten, ja? Ich halte gar nichts davon, Sachen am 1.1. zu machen. Wenn man Dinge wirklich machen möchte, the time is now, okay? Und das ist euer Fokus, das ist eure Aufgabe, einfach um Platz für Neues zu machen, okay? Wo schon, das ist wie eine Schublade in der Kommode. Wenn die bis oben voll ist, könnt ihr nicht, also ihr könnt neue Sachen kaufen, dann müsst ihr aber anfangen, das auf die Kommode zu legen und das sieht scheiße aus, okay? Also Leute, let's go, lasst uns gucken, was die Karten sagen. Okay. Erste Karte raus, der Gehängte. Dann hatten wir, boy, das Ass der Kelche. Dann haben wir die 4 der Schwerter auf dem Kopf und die 8 der Kelche. Also Leute, ganz klare Geschichte, ja. Der gehängte Fische-Energie ist eine Karte, wo man quasi sich begrenzt fühlt, eingeschränkt fühlt, als wenn man nicht frei handeln kann. Oder egal, was man probiert, man trifft immer wieder auf eine Blockade und das ist nichts anderes als das Universum, Gott, wie auch immer ihr das große Ganze nennen möchtet, was euch suggeriert, it's a no. Okay, manchmal wollen wir Dinge, die einfach nicht gut für uns sind und wir machen immer wieder einen Anlauf und immer wieder einen Anlauf und wir springen jedes Mal mit dem Kopf gegen die Wand, ja, weil wir nicht merken, wann Schluss ist. Jetzt kommt mir gerade bildlich eine eigene Situation aus meinem Leben in meinen Kopf, wo ich im Fitnessstudio war und meine Stärke liegt in meinem Unterkörper, ja, ich habe extrem starke Beine und dann habe ich dieses Boxspringen gemacht, ne? Immer auf die Box draufspringen, auf so eine Holzkiste, wieder runtergehen, wieder hochspringen. Und ich war so hyped darüber und war diese, ja, das macht Spaß und super, wow, noch einer, noch einer, noch einer. Und irgendwann hatte ich keine Kraft mehr in meinen Beinen, habe das aber ignoriert. Und was ist passiert?
Tack, ich bin mit meinem Schienbein genau gegen diese scharfe Holzkante eine unendlich tiefe Wunde gehabt. Die hätte auch eigentlich genäht werden müssen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich erstmal richtig einen auf den Deckel bekommen, warum ich nicht 584 Mal hier drauf springen soll, wenn ich nicht irgendein Leichtathlet bin oder Profisportler, okay? Und genau das ist die Energie, okay? Versucht euch nicht erst den Kopf aufzuschlagen, bevor ihr versteht, dass es Zeit ist zu stoppen. Seid nicht ich, okay? Dann haben wir das Ass der Kelche und das ist genau das, was ich eben meinte. Ihr müsst Platz machen, wenn ihr euch Liebe wünscht, wenn ihr euch wünscht, zu euch selbst zu finden, Geld wünscht, was auch immer ihr euch wünscht, ihr müsst Platz machen, denn es kommt etwas auf euch zu, was ihr euch in eurem Herzen gewünscht habt. Ja, vielleicht vor 2 Tagen, vor 2 Jahren, vor 1 Jahr, I don't know, aber wer hört diese Reden? Das Ass der Kelche ist nicht nur immer Liebe, wie gerne hier viele Leute diese Karte lesen. Es ist vor allen Dingen auch etwas, ihr habt erstmal Liebe hier. Ja, Liebe muss nicht von außen kommen, ihr habt Liebe hier. Die meisten von euch müssen einfach nur dahin zurückfinden, okay? Und das kann auch sein, dass ihr zu eurer Selbstliebe findet. Und wenn ihr eure Selbstliebe expandiert, möchte ich es mal sagen, ja, oder findet, dann kommt zwingend Liebe im Außen auf euch zu. Ja, in allen möglichen Formen. Liebe in Form von deine Kunden sind netter zu dir. Liebe in Form von deine Nachbarn bringen dir vielleicht mal irgendwas Schönes oder passen auf deine Katze auf oder verjagen einen Einbrecher. Liebe in Form von deiner Familie und Freunden und hoffentlich auch im romantischen Sinne. Ja, hier, es wird etwas auf euch zugekommen. Ihr werdet ein Angebot bekommen, aber nur wenn ihr in der Lage seid, das hier loszulassen. Und ich sehe, viele von euch werden auch genau das tun. Mit Federstäbe, Ich habe Federstäbe gesagt, Leute. Für einige von euch kommt irgendeine Art der Bindung auf euch zu. Beziehungsmäßig, ein neuer Arbeitsvertrag, ein neuer Wohnungs-, ein Mietvertrag. Irgendeine Art Bindung. Etwas, was ihr zelebrieren könnt. Etwas, was ihr euch lange gewünscht habt. Okay, aber eigentlich wollte ich sagen, Federschwerter auf dem Kopf. Und das ist eine Energie von, okay, ich habe jetzt lang genug mich zurückgezogen, ich habe lang genug reflektiert, ich habe lang genug meinen Schmerz quasi immer wieder mir vorgehalten und durchlebt und durchfühlt und ich bin jetzt bereit aufzustehen und hier etwas hinter mir zu lassen. Ja, denkt dran, ich weiß nicht mehr, wann es gewesen ist, aber irgendwann jetzt vor ein paar Wochen, war es letzten Monat, weiß ich, doch, ich meine, es war letzten Monat, ich meine, Anfang November hatten wir eine Eklipse, beziehungsweise 2 Eklipsen und ihr seht hier in der Symbolik, das soll auch eine Eklipse repräsentieren, ja, also überlegt vielleicht, was habt ihr da gedacht, in welchem Punkt wart ihr dort, weil es könnte sein, dass ihr vielleicht zu diesem Aspekt oder zu diesen Situationen irgendwelche Blockaden verspürt habt oder vielleicht war es das, wo ihr gemerkt habt, okay, ich springe immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand, ja, und ihr werdet in der Lage sein, das hinter euch zu lassen und das ist, da sind wieder Sirenen, Bestätigung, 8 der Kelche, ne, was kommt danach? 9 der Kelche, das heißt, ihr werdet in der Lage sein, kurzen Bestätigungstanz, ihr werdet in der Lage sein, auf etwas zuzulaufen, was euch hilft, innere Fülle zu verspüren. Ja? Heißt nicht, dass jemand kommt und euer leeres Glas ewig füllt, was wahrscheinlich dann auch ein Glas ohne Boden ist, sondern das bedeutet einzig und allein, dass ihr hier etwas findet, was, da kommen noch mehr Sirenen, was euch zusätzlich Fülle verspüren lässt. Der Mond auf der Rückseite des Decks, ich sag's euch, Leute, mit den 3 der Stäben dahinter, hier liegt was im Verborgenen. Es kommt hier irgendwas auf euch zu, was bisher im Verborgenen lag. Und ich glaube aber, dass einige von euch das vielleicht schon spüren, weil ich habe hier überwiegend Kelchenergie. Und das ist unsere Intuition, das sind unsere Emotionen, das ist unser Bauchgefühl, ja. Und ich glaube, einige von euch haben es schon, ich sag's mal, wie es gesagt wird, gerne in der Pisse. Ja, wir haben hier Fische, Energie, Skorpion und Krebs, also alle 3, Wasserzeichen und was ich auch gerade noch, wo ich gerade gesagt habe, euer, ich glaube, ich habe gesagt, euer Bauchgefühl oder euer Gut Feeling, auf jeden Fall habe ich in meinem Kopf das Echo Gut Feeling. Einige von euch müssen auch gucken, wie eure
ja, Magen-Darm-Gesundheit aussieht. Ja, müsst ihr vielleicht mal irgendwie 2, 3 Tage ein bisschen fasten? Müsst ihr vielleicht mit dem Alkohol zurückschrauben? Ja, weil Leute, ich weiß nicht, wie sehr euch das bewusst ist, aber unsere Intuition, unser Bauchgefühl hat tatsächlich auch mit unserem Bauch zu tun, ja? Wenn euer Magen nicht gesund ist oder euer Magen-Darm-Trakt nicht gesund ist, könnt ihr nicht klar denken, dann wird nicht genug Serotonin produziert, ja? Ihr fühlt euch schlecht, ihr fühlt euch scheiße, ihr habt das Gefühl, ihr wisst nicht, wo ihr steht. Und was da hilft, ist, wenn man vielleicht mal ein bisschen fastet, wenn man den Alkohol mal weglässt, wenn man mal guckt, dass man nicht jeden Tag 5 Kilo Fleisch auf dem Teller hat und Ewigkeit sich überfrisst, ja, oder im Umkehrschluss, hi, falls du zu meinem Team gehörst, gar nichts isst. Wer gar nichts isst oder ständig zu wenig isst oder seinen Körper immer auf Leerlauf lässt und sagt, ja, ich esse gleich, ich esse gleich, nicht ich esse gleich. Setz dich an deinen Tisch, nimm dir die Zeit, in Ruhe zu essen. Das ist auch eine Zeit der Besinnung für euch, ja, das ist auch eine Zeit, wo man mal kurz zur Ruhe kommen kann und isst. Wertschätze deinen Körper. Ja, ich muss mich jeden Tag daran erinnern, meinen Körper zu wertschätzen, indem ich nicht zwischen Tür und Angel esse, sondern mich in meine Küche auf meinen Arsch setze und das esse in Ruhe, was ich gekocht habe. Weil sonst kann ich auch nicht vernünftig arbeiten. Ne? Also allein das. Ich guck mal, was der Gehängte hier sagt. Der Herrscher. Widderenergie. Mit dem Ritter, ich sag es doch, Leute, mit dem Ritter der Kelche. Und dann haben wir hier die 8 der Stäbe. Ja, und das nennt man in manchen englischen Decks, werden die auch die Love Sticks genannt. Ja, Herrscher und Ritter der Kelche ist ganz klar. Leute, ihr werdet hier in der Lage sein, mit eurem Kelch nach draußen zu gehen. Für diejenigen, die gelernt haben, ihren eigenen Kelch schon bis von mir aus, wenn das jetzt hier euer Kelch ist, ja, haben diejenigen gelernt, den Kelch bis hier selber zu füllen. Wenn das Stück von jemand anderem gefüllt wird, ist das völlig in Ordnung. Es geht hier nur darum, dass ihr nicht einen ganzen Kelch von jemand anders gefüllt haben wollt, okay? Und für diejenigen, die eben nur so ein Stück gefüllt haben müssen oder möchten, ja, die sich das wünschen, es wird auf euch zukommen und zwar schneller, als ihr denken könnt und ihr merkt das jetzt schon und wahrscheinlich in einer Situation, wo ihr überhaupt nicht damit rechnet, ja? Mir ist gerade hier ein bisschen vom Deck runtergefallen und da sind 10 der Schwerter. Eine Phase von mentalem Chaos neigt sich dem Ende zu. Oh yeah, I love it. Ass der Kelche. Wir haben die Herrscherin mit 6 der Kelche. Oh oh, Leute. Wir haben hier 2 Szenarien. Entweder kommt jemand auf euch zu, der eventuell, und ihr wisst, ich werfe nicht gerne mit dem Wort um mich, aber ich muss es sagen, wenn es hier so liegt, der, mit dem ihr eventuell schon eine Verbindung im vergangenen Leben gehabt habt, für diejenigen, die daran glauben. Oder es wird jemand sein, der euch ein extremes Sicherheitsgefühl gibt oder das Gefühl gibt, ihr kennt diese Person schon. Herrscher und Herrscherin is a match made in heaven, bitch. Okay? Also, das ist das perfekte Paar. Könnte sein, dass ihr diese Person vielleicht irgendwo kennenlernt, wo gediegeneres Licht ist. Also heißt zum Beispiel ein Setting in einer Bar, könnte auch irgendwie sowas sein wie auf einer Ausstellung oder ihr wollt ins Museum gehen. Das ist eine von diesen Ausstellungen, wo es vielleicht so um, wo es vielleicht irgendwie, was weiß ich, ums Universum geht, wo es ein bisschen dunkler ist. Wer so alt ist wie ich, der kennt noch den Hollister-Vibe, ja? Oder den Hollister-Hype, sollte ich eher sagen. Es gab mal eine Zeit, da war man nur cool, wenn man irgendwie bei Hollister eingekauft hat, wo man mit einer Taschenlampe, oder war das Abercrombie und Fitch? Ich meine, es war Hollister, wo man mit einer Taschenlampe die Sachen angucken musste, weil es da drin so dunkel war, dass man nichts gesehen hat. Ja, dieses Ambiente, davon rede ich. Oder es könnte sein, dass einige vielleicht von euch mit jemandem zu tun haben, der jetzt oder im nächsten Monat Geburtstag hat und ihr wollt dieser Person sowas schenken. Könnte auch sowas wie man eine Massage sein oder weiß ich nicht, ein Beauty-Treatment. Da ist das Licht auch oft so. Oder diese Person arbeitet in so einem Ambiente. Vier der Schwerter auf dem Kopf mit. Wo, 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 wo.
Zwei der Schwertern und 10 der Schwertern erklärt. Genau, Leute, das ist genau das, ja. Ihr habt den Tatsachen ins Auge geguckt und kommt deswegen jetzt ins Tun. Diese Walking Away Karte, was auch immer ihr hier hinter euch gelassen habt, ihr habt in Vergangenheit die Augen davor verschlossen. Und zwar, indem ihr euch abgelenkt habt mit Freunden, Sport, ich gehe heute ins Kino, ich mache dies, das und jenes. Und irgendwas hat euch dazu gebracht, den Arsch auf den Stuhl zu setzen, so wie ich das mit dem Essen machen muss, und darüber nachzudenken. Ja, 5 der Schwerter sehe ich hier gerade. 5 der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Ihr habt euch sehr wahrscheinlich selbst sabotiert, Mindgames mit euch selber gespielt oder aber auch mit der anderen Person, oder es ist mit euch gemacht worden und ihr habt jetzt verstanden, dass es mit euch gemacht worden ist. Ja, ganz oft braucht man auch erstmal eine Zeit, zu verstehen, weil es ist ganz oft so, dass wenn man in einer Situation selber drin ist, dass man dann nicht über den Tellerrand hinaus gucken muss. Ja, ich sage immer, bei mir ist so ein Spruch, es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, die denken, es wäre irgendwie von Vorteil, wenn man eine Person ghostet oder mit Silent Treatment bestraft, ja, und viele Männer, die mich gerne kennenlernen wollen, haben den Eindruck, dass sie mich damit erziehen können oder mir damit etwas beibringen können. Dabei ist das der größte Fehler, den man mit mir machen kann, weil dann komme ich nämlich ans Denken. Und ich bin dann nicht die Typ Frau, die denkt, oh Mann, ich vermisse ihn aber, ich will aber, dass er sich meldet. Sondern ich fange an, die Puzzleteile zusammenzusetzen, zu sagen, warte mal, und hier ist eine pinke Flag, ja, und hier kann ich das und das verbinden, ja, und da hat er mir vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt, etc., etc. Und das resultiert einzig und allein darin, dass ich sage, bye, okay, see you, hoffentlich nicht. Und das könnte sein, dass das hier jemandem gerade so wie Schuppen von den Augen fällt. 8 der Kelche. Sorry, Leute. Was war das? Mein Gott, ich will das rausschneiden. Das will ich raus. Nee, aber Authentizität gewinnt immer. Ich lasse das drin. Ich finde ein bisschen peinlich jetzt. Naja, egal. 8 der Kelche erklärt mit 9 der Kelche. Warum habe ich geschrieben? Weil ich eben gesagt habe, das ist, wo ihr euch hinbewegt. Und ich kann es keinem vormachen. Hier sind sie jetzt rausgefallen. Wir haben auf der Rückseite des Decks die Karte 10 der Schwerter. Allerdings mit der Aufschrift, alles ist gut und dahinter die Liebenden. Leute, ach Mann, ich kann es mir doch hier nicht. Ich kann es mir nicht ausdenken. Es ist genau das, was ich sage. Ihr geht auf die Suche nach dem 9. Kelch. Und der wird euch auch gereicht. Alles ist gut, so wie es ist. Ihr habt eine schwere Phase überstanden, ja. Und was ich euch auch sagen kann, 10 und 10 macht 20, reduziert ist das 2, okay? Ist nicht die Karte Nummer 2, aber 2 hat auch definitiv was mit der Person zu tun, die man trifft, die für einen ist. Und ich habe eben hier was gesagt von Match Made in Heaven, okay? Die Liebenden ganz, oh mein Gott, mit den 6 der Stäben dahinter, Leute. So this is... Love. Okay, gut, ich lasse euer Reading hier. Sternzeichen, wie gesagt, alle 3 Wasserzeichen. Wir haben auch alle Luftzeichen hier, heißt Waage, Wassermann und Zwillinge. Wir haben Mond in Skorpion, Widder, Fische. Wir haben auch, könnte Venus in Stier sein und Waage Aspekte. Okay, Freunde, ich lasse euer Reading hier. I love it. Okay, ich bin stolz auf diejenigen, die den Bullshit hinter sich lassen, ihren Selbstwert erkennen und sagen, okay, ich habe Besseres verdient. I love it. Okay, das ist Big Boss oder... Ja, doch, das ist Big Boss Energy. Egal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Wer gerne ein privates Reading haben möchte, mir im Conscious Club dem Conscious Club beitreten möchte oder mir auf Instagram folgen möchte, ihr findet alles dazu in der Infobox. Bitte haltet die Augen auf. Der Dezember ist voll, ja. Also meiner Meinung nach kann man, glaube ich, jetzt, ich habe noch 1, 2 freie Tage. Aber achtet auch darauf, es kann sein, dass ich Richtung Mitte, Ende Dezember Tage freischalte. Ich werde das aber hier, aber wahrscheinlich als erstes auf Instagram kundgeben, ja. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Auf Instagram werdet ihr immer als erstes alles mitbekommen, wenn es was Wichtiges gibt. Aber ich werde es auch hier teilen, okay. Okay, Leute, wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Bye, bye.